habe übrigens noch mal über die Entwürfe für die neue Kollektion nachgedacht. Ja? Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, dieser Namensschriftzug gefällt mir nicht. Du willst einen anderen Namen für die Kollektion? Nein, Unity Number One finde ich nach wie vor gut. Ich finde nur, man sollte es nicht mittig, sondern vielleicht lieber unten platzieren und der Schrifttyp gefällt mir nicht so. Du lass uns das doch alles in Ruhe morgen besprechen. Okay. Und sonst? Irgendwas Neues? Oder irgendwas, was ich wissen sollte? Hallo, Sebastian? Du pass auf, Rebecca ist gerade gekommen, ich muss Schluss machen. Ich erzähle dir dann alles morgen in Ruhe. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Ja, tschüss, Sebastian. Tanja weiß also immer noch nicht, dass Clarissa den Namen der Kollektion geändert hat. Es macht doch keinen Unterschied, ob sie es heute oder morgen erfährt. Außerdem überbringt man schlechte Nachrichten ja nicht am Telefon. Du hast ja auch noch eine Nacht Zeit, um dir zu überlegen, wie du es Tanja am besten beibringst. Also ich würde jetzt nicht gerne in deiner Haut stecken. Vielen Dank. Ja? Hallo. Hi. Hast du einen kurzen Moment? Klar. Was gibt's denn? Ich wollte mich nur noch mal bei dir bedanken. Ich weiß, es ist dir nicht leicht gefallen, mir die Rolle anzubieten. Und wahrscheinlich hättest du es auch nicht getan, wenn nicht beide Besetzungen für Lily Rose ausgefallen wären. Ach, weißt du, ehrlich gesagt, wollte ich einfach Geld sparen. Wir können die alten Plakate nehmen. Du warst schon immer die beste Lily Rose. Ist wirklich alles in Ordnung? Ach so, das ist nur von dem Brand. Ich habe wahrscheinlich einfach ein bisschen zu viel Rauch eingeatmet. Ich kann die Vorstellung auch absagen. Auf gar keinen Fall. Am Ende haben sich die beiden Sängerinnen wieder erholt und du setzt mich vor die Tür. Marlene. Es ist wirklich alles in Ordnung. Tristan, ich habe so lange darauf gewartet, wieder eine Chance zu bekommen. Es bedeutet mir sehr viel, dass gerade du mir diese Chance gibst. Danke. Ricardo! Marlene, was kann ich für dich tun? Ich war gerade in der Gegend und ich dachte, ich schau mal vorbei. Bist du krank? Nicht wirklich. Ich habe so ein ganz leichtes Kratzen im Hals und ich dachte, du könntest mir vielleicht was dagegen verschreiben. Ich mache für dich gerne einen Termin bei unserem HNO-Spezialisten. Das ist überhaupt nicht nötig. Das ist bestimmt noch von der Erkältung, die ich über die Feiertage hatte. Hast du dich damals untersuchen lassen? Nein, aber die Erkältung war auch nach ein paar Tagen wieder verschwunden. Hattest du Fieber? Nur ganz leichte Temperatur. Es ist wirklich nicht schlimm, so ein ganz leichtes Kratzen. Na, wenn du in so kurzen Abständen Halsschmerzen bekommst, deutet das auf einen verschleppten Infekt hin. Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Komm kurz mit, ich sehe mir das mit. Ich stelle dir ein Rezept für ein Antibiotikum aus. Das solltest du 10 Tage nehmen, selbst wenn die Symptome vorher abklingen. Und ein Spray gegen die Schmerzen. Danke, aber denkst du nicht, dass das Spray reicht? Deine Stimmbänder sind leicht entzündet. Das ist die Folge einer verschleppten Angina, damit es nicht zu spaßen. Also schon dich. Aber und benutze deine Stimme so wenig wie möglich. So schlimm sind die Schmerzen doch gar nicht. Ja, hoffentlich werden sie auch nicht schlimmer. Wenn doch, benutzt das Spray, das sollte helfen. Aber lass dich nicht täuschen. Auch wenn es nicht wehtut, die Entzündung ist da. Wenn es in einer Woche nicht besser ist, dann kommst du noch mal vorbei. Bis dahin, schone deine Stimme. So, und wen haben wir jetzt? Ich will nicht lang drum rumreden. Solange nicht geklärt ist, wie der Wiederaufbau des Gestüts zu finanzieren ist, es bleibt mir nichts anderes übrig, als den Betrieb vorerst einzustellen und euch zwangs zu beurlauben. Also, wenn sich jemand von euch nach einer neuen Stelle umschauen will, bitte nur zu. Wir stellen jedem dazu gern ein Zeugnis aus. Tja, ich würde euch auch gern was anderes sagen, aber so sieht's nun mal aus. Der Schaden geht in die Millionen und die Versicherung kommt nicht dafür auf, dass es sich um grobe Fahrlässigkeit handelt. Aber das wisst ihr ja. Ich verspreche euch, ich werde alles dafür tun, dass wir das Gestüt nicht dauerhaft schließen müssen. Auch wenn ich jetzt noch nicht weiß, wie.
Du warst großartig. Du? Ja, weißt du, dich auf der Bühne zu sehen, dich singen zu hören. Ich geh schon. Hat dir jemand ein Taxi bestellt? Oh, schön, dass ihr hier seid. Na, deinen ersten Auftritt nach Monaten wollen wir uns doch nicht entgehen lassen. Du, wie geht's dir denn? Gibt's was Neues? Hagen redet gerade mit seinem Vater, aber ich bin mir sicher, er bekommt das Geld. Lass uns heute nicht drüber reden, es ist dein Abend. Dann hat recht. Nachher wollen wir feiern. Aber erstmal wollen wir was von dir hören. Ja. Ich dachte mir übrigens, wir könnten doch nachher alle zusammen im No Limits feiern. Ja. Ich bin dabei. Kim drückt dir übrigens die Daumen. Sie denkt an dich. Komm. So, jetzt aber los, sonst wird's nichts mehr mit deinem Auftritt. Ja, das stimmt. Ich bin so stolz auf dich. Ich weiß, wie lange du auf diesen Moment gewartet hast. Los, komm. I could hold you once again. I wish you would just reach out your hand. But life has turned the light of in your eyes. Schon sehr oft auf der Bühne gesehen, aber also so ergriffen wie jetzt war ich noch nie. Das war so ein gelungenes Comeback. Ach Quatsch, es gab Abende, da war ich viel besser. Da sieht man den Profi. Ein halbes Jahr lang nicht auf der Bühne gestanden? Ja, was ja nicht an ihr lag. Keine Zeit zum Proben und trotzdem warst du die beste Lily Rose, die ich je gesehen habe. Ja, ich hoffe, du denkst in Zukunft mal dran. So, genug geredet. Jetzt wird auf den Erfolg angestoßen. Ja. Bitte schön. Tristan, den überlasse ich dir. Was ist das denn? Tja, ach, Augen zu und durch, alte Familientradition. Okay. Gewöhnst du das schon mal dran? Okay. Auf dich und dann einfach weg. Auf dich. Danke. Oh, zieht er mir ja die Schuhe an. Ja. Genau das Richtige, um deine Stimme dazu hören, was? Verstehe mich kurz? Ja. Na. Ich hole uns noch eine Runde. Nein, Thomas. Halbes für dich, Tristan. Nicht? Na komm, komm. Ja, sehr nett. Lieber mal den Doppelten. Ah. Habt ihr Vicky gesehen? Hm? Die hat so laut geschluchzt und hat fast nicht vom Gesang verstanden. Ja, komm. Komm schon, du hast auch das ein oder andere Tränkchen verdrückt. Ich? Na. Ach, Marlene, da bist du ja wieder. Danke. Hey, komm mal her. Ich bin so stolz auf dich. Ja, das sind wir alle.
Guten Morgen. Kannst du nicht mehr schlafen? Weißt du was? Ich auch nicht. Was hältst du davon? Ich mache uns einen Kaffee und wir schauen in der Zeitung nach Kritiken von deinem Auftritt. Hm? Tolle Idee. Oh, was war das denn? Heiser. Hast du Schmerzen? Da muss ein Arzt drauf hören. Ich hab ein Spray. Das hilft. Seit wann hast du das denn? Gestern war nur so ein leichtes Kratzen. Und heute kannst du nicht mehr sprechen? Zieh dich an. Wir fahren sofort ins Krankenhaus. Komm. Guten Morgen. Morgen. Du musst mir helfen. Marlene hat Angst, sich untersuchen zu lassen. Sie hatte gestern ihren ersten Auftritt seit Monaten und seit heute Morgen bekommt sie keinen Ton mehr raus. Ein Auftritt? Ja, eine Hauptrolle in dem Musical. Hatte ich dir nicht geraten, dich zu schonen? Moment mal. Er weiß davon? Ich war gestern schon mal hier. Marlene? Ich kann leider noch nichts Genaues sagen. Ich muss die Aufnahme deiner Stimmbänder erst noch einem Spezialisten zeigen. Kann man nur so leichtsinnig sein? Du hast Halsschmerzen und gehst trotzdem auf die Bühne und singst über 2 Stunden. Und dann sagst du die ganze Zeit nichts und machst alles mit dir aus. Du wolltest mich doch auch auf der Bühne sehen. Nee. Also jetzt gib nicht mir die Verantwortung. Du wolltest das unbedingt. Außerdem, wenn ich gewusst hätte, wie es wirklich um dich steht, hätte ich dich gar nicht auf die Bühne gelassen. Vielleicht habe ich ja genau deshalb nichts gesagt. Ach, sehr großartig. Jetzt bin ich diejenige, die deine Karriere bedroht, oder was? Mann, warum machst du nur sowas? Bedeutet dir das so viel? Mehr als deine Gesundheit? Irgendwie kann ich dich auch verstehen. Weißt du, ich weiß, wie schwer es ist, was aufzugeben, auf das man so gehofft und hingearbeitet hat. Ich hatte Angst, dass Tristan mich ersetzt, wenn ich die Show absage. Ja, das hat er bestimmt auch getan. Aber das muss er jetzt auch. Ich meine, so kannst du nicht auftreten. Okay. Wie lange wird Marlene ausfallen? Länger als eine Woche? Zwei? Ich habe mit unserem HNO-Spezialisten gesprochen und er teilt meine Befürchtung. Durch die Entzündung im Kehlkopfbereich sind die Stimmbänder angeschwollen. Aber das geht doch wieder zurück. Selbst wenn die Entzündung vollkommen abgeklungen ist, wird eine Verhärtung zurückbleiben. Und was bedeutet das? Das bedeutet, wenn Marlene ihre Stimme noch einmal überlastet, kann es zu Stimmbandveränderungen kommen. Und das verursacht im schlimmsten Falle eine hypofunktionelle Dysphonie. Was ist das? Das ist eine chronische Form der Heiserkeit, die oft irreversibel ist. Was heißt das? Du wirst nie wieder singen können.